Was geht's hier, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Tekken 7 hier bei Crash Wotific 89. Weiter geht's bei den Charakter. Der Episode mit der zweiten Seite. Lily gegen Asuka. Wir fangen erstmals an mit Lily. Und weil dies ist auch ein bisschen schwieriger zu steuern als Asuka, weil ich beherrsche Asuka besser. Zumindest seit Tekken 5. Okay. Start mal durch. Es ist ja auch seit Tekken 6 wurden nämlich auch die Synchronsprecher angepasst. Ich meine, Lily hatte früher eine englische Synchronisation, aber jetzt hat sie tatsächlich eine französische, glaube ich, weil ich glaube, sie stammt aus Frankreich. Naja, man hat jedenfalls die Synchronsprecher auf das Original angepasst, weil oder seit Tekken Tag Tournament 2, weil Tekken 6 hatten sie, glaube ich, auch noch so manche englische Sprecher, auch zum Beispiel Eddie Gordo, der Capoeira-Meister. Der hat er vorher auch noch für längere Zeit Englisch gesprochen, bevor man ihm dann auch portugiesische Sprache gegeben hat, weil er aus Brasilien stammt. Also in Portugies. Bevor man ihn dann portugiesisch hat sprechen lassen. Genauso wie seine Freundin Christy Monteiro. Lily nahm erneut am King of Iron Fist Tournament teil und sagte auch diesmal. Vater nichts davon. Lächelnd stand sie in der Arena, während alle Blicke des bis sie begeisterten Publikums auf sie gerichtet waren und die Innerin den Kampfplatz betrat. Lily sollte gegen Asuka Kasama kämpfen. Eine Frau, die für sie schon seit Jahren ihre größte Rivalin gewesen war. Falls Lily Asukas Gesichtsausdruck wahrnahm, sah man es ihr nicht an. Mit eleganten Bewegungen steuerte sie selbstbewusst in des Rings und dankte dabei Fortuna für die Gelegenheit, gegen ihre Rivalen kämpfen zu dürfen. Oh Mann, sei doch mal nicht so selbstsicher. Ja, ich sag's ja, sie ist halt nicht so einfach zu steuern. Wow. Aber sie hat wirklich einen eleganten Kampfstil drauf. Nice. Alter. Nein! Komm schon. Jetzt. Und jawohl. Komm schon, beende es damit. Yes! Was eine Tosse! Naja, es ist jetzt wohl Zeit für Asukas Revanche. Vorletzten trägt sie auch den Nachnamen Kasama, genauso wie Jean Kasama. Da ist natürlich die Frage, ist sie mit Jean verwandt? Ich weiß es selber gerade nicht. Seit ihrem ersten Kampf beim King of Iron Fist Tournament hatte Asuka das Gefühl, Lily würde diesen ganzen Rivalitäts- und ein wenig zu ernst nehmen. Sie erinnerte sich an Lilys Anruf aus heiterem Himmel einige Tage zuvor. Hallo Asuka, du hast bestimmt schon mitbekommen, dass das King of Iron Fist Tournament bald beginnt. Keine Sorge, ich war so nett, dich dort anzumelden und versuchte nicht... dich nicht herauszuwinden. Ja, ich freue mich schon sehr darauf, gegen dich zu kämpfen. Als Asuka ihrer Wut über Lilys Vermessenheit freien Lauf ließ, legte
Lee auf. Asuka war es leid, wie das Spielzeug eines reichen Mädchens behandelt zu werden und dachte sich, dass die kleine Prinzessin sich nach einem Sieg sie nach einem Sieg vielleicht in Ruhe lassen würde. Vielleicht aber auch nicht. Asuka dachte darüber nach, wie sie die Situation meistern könnte. Kam jedoch zu kein Ergebnis. So entschloss sie, sich bei Lilis Plan mitzuspielen und am Turnier teilzunehmen. Okay, dann mal los. Okay. Wow. Na warte. Jetzt kriegst du. Boom. Ich wollte eigentlich nicht packen, ich wollte einen Schlag ausführen. Aber anscheinend ist es die Kombination für einen Schlag. Ich glaube, sie hat auch denselben Kampfstil wie na, wie hieß sie nochmal? Ach ja, Jin Kazamas Mutter. Tu sais, aujourd'hui je vais emménager chez toi. Et je vais apprendre les arts martiaux classiques de style Kazama. Détends-toi. Tout est réglé. Je viens d'acheter ta maison et ton dojo. Je sais tout de toi, Asuka. Ton père a été battu par Fenway. Le tas de muscles qui pratique le Kenpo et il a perdu ses élèves et son argent. Ta famille n'avait pas les moyens de réparer ton vélo. Et encore moins le dojo. J'ai aussi étudié ton arbre généalogique. C'était très intéressant. On dirait que tu pourrais facilement être entraîné dans les histoires de Mishima. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai fait nettoyer ton dojo. Et je l'ai fait décorer avec des pétales de fleurs. Ton père était enchanté. Nous devrions rentrer à la maison. Tout de suite. Allez, dépêche-toi. Personne n'aime les traînards. Was zum Teufel? Ihr Dojo gekauft? Oh Mann. Also, ich glaube, das sind alles nur Was-wäre-wenn-Szenarios, so wie es in früheren Tekken-Teilen der Fall war. Die Story ist immer so chaotisch. Weil, wenn ich an die letzten Tekken-Teile denke, besonders Tekken 5 habe ich sehr intensiv gespielt, da gibt es bei den Arcade, also bei den Story-Kämpfen von jedem Charakter, gibt es immer so Was-wäre-wenn-Szenarios. Mal passiert das, mal passiert dies. Es ist immer komplett an. Es ist immer wieder was anderes. Okay, Sayu. Lin Sayu infiltrierte das Gebäude der Mishima Sabas auf der Suche nach Informationen über Jin Kazamas Verschwinden. Ja, die ist total besessen von Jin. Als sie direkt vor den Augen der Wachen immer tiefer in das feindliche Gebiet vorstieß, hörte sie schließlich Hayachi Mishima Tomasa ein Zimmer. Er gab Befehle, Jin aufzuspinnen. Gerade als Xiaoyu sich das Zimmer schleichen wollte, tauchte ein ganz weiß gekleideter Mann auf und schob sie zurück. Bring mich zu Jin, verlangte Xiaoyu unerschrocken. Einen Moment lang blieb der Mann stehen, dann befahl er Xiaoyu mitzukommen. Er führte sie aufs Dach, drehte sich schweigend zu ihr um und machte sich bereit für den Kampf. Auch Xiaoyu nahm ihre Kampfpose an und sagte, so läuft das also. Wenn du glaubst, dass ich nur irgendein kleines Mädchen bin, hast du dich bedauerlicherweise getäuscht. Ja, ich meine, wenn er das glauben würde, hätte ich dich nicht zum Kampf herausgefordert. Das ist sie schon, ja? Alter, ja, klar doch. Ja.
Alter! Na warte. Jetzt reiz. Komm schon. Nein! Setz ich einmal eine falsche Technik ein und das war's. Das ist eine Abwehrtechnik. Alter! Nein! Fuck! Dass da immer Attacken aufeinander stoßen müssen. Alter! Komm schon. Alter. Und jetzt beende ich es aber damit. Alter! Komm schon, jetzt. Haha, das war's mit dir. Yes, man. Da, ただの女の子じゃないって分かった? D'accordo. Ti permetto di venire con me. Yatta! Ma dovrai essere pronta. Wakattere. Demo, mo mayowanai tte kimeta kara. Bene. Era quello che volevo sentirti dire. Oh, dieser unheimliche Blick. What the hell? Mal sehen, wie das aus Claudios Sicht aussieht. Niente di più facile. Die Sirius-Schützen, eine Geheimgesellschaft von Exorzisten, üben seit Jahrhunderten einen weitreichenden Einfluss auf die europäische Geschichte aus. Der mächtigste Exorzist der aktuellen Generation ist Claudio, der die Mischa Sabasso besuchte, als ihre Gruppe sich gegen ein ganz bestimmtes Übel zusammengeschlossen hatten. Nachdem sie Informationen über die Ziele Kazuya, Mishima und Shin Kazama ausgetauscht hatten und Claudio den Kontrollraum verlassen hatte, stellte sich ihm ein junges Mädchen im Weg. Er war kurz davor, die Wache zu rufen, als verlangte Shin zu Jin gebracht werden. Dann kam Claudio eine Idee. Er führte es aufs Dach und machte sich grinsend für den Kampf gegen sie bereit. Sarà un piacere combattere contro di te. Round one. Fight. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich kann jetzt erstmal ihn auch verwenden. Und er steuert sich wirklich schwer. Okay, jetzt. Round two. Fight. Alter! Wie kann ich eigentlich den Pfeil schießen? Alter! Der muss mich immer packen! Wow. Na warte. Und erwischt. Fight.
Come desideri. Puoi unirti a me. Credo che sarai un'ottima esca per la mia preda. Welche Beute? Gin etwa? Katharina und Geiges. Das Monster sieht auch wieder komisch aus. Ja, das möchte ich auch von dir hoffen. Katharina Alves hatte ihre Eltern in jungen Jahren verloren und eine längere Zeit in einem Waisenhaus verbracht, bevor ein eher unbekannter Mann sie adoptierte. Anfangs lehnte sie sich gegen ihn auf und benutzte dafür nicht gerade nette Worte, doch der Mann konnte ihre rauen Schale dank Freundlichkeit und Geduld durchbrechen. Sie kam sich näher, doch ihre Vorliebe für unflätige Ausdrücke blieb bestehen. Eines Tages verschwand Katharinas Adoptivvater. Sie wollte ihn finden, allerdings fehlte das Geld dafür. Dann erfuhr sie von King of Iron Fist Tournament. Denn Techniken, die der Mann ihr beigebracht hatte, wollte Katharina das Turnier gewinnen und sich den Geldpreis sichern. Der Tag des ersten Kampfes brach an die Arena, das Dach des Millennium Towers der G-Corporation. Als Katharina ihren Gegner erblickte, sah sie nichts weiter als einen gigantischen Muskelberg. Das konnte unmöglich ein Mensch sein. Hohoho, sexy lady. Ah, ist das bloß für ein Monster, ey? Ja, das ist unmöglich, ein Mensch. Das ist irgendein Experiment. So. Oh Mann. Wow, das war knapp, ey. So, jetzt aber. Wieso hat sich das Monster für sie geopfert? Ist das etwa ihr? Nö, oder? Eine der Waffenabteilungen der G-Corporation nahm mit ihrer neuesten biologischen Waffe am King of Iron Fist Tournament teil. Und zwar aus zweierlei Gründen, um die Stärke ihrer humanoiden Waffe der nächsten Generation gegen eine ähnliche Kampfmaschine in Shinji Corp zu testen und um Heiichi Mishima zu provozieren. Ironischerweise sollte die erste Begegnung auf dem Dach des Millennium Tower der G Corps stattfinden, wahrscheinlich als Vergeltung für den Affront gegenüber Heihachi. Unbeeindruckt von der bemerkenswerten Schönheit des Wolkenkratzers wartete Geigers auf sein erstes Opfer. Sieht ja ekelhaft aus. Stampft er doch dem Gegner zu? Boah, also, wenn man die Techniken beherrscht, dann geht's ja echt ganz gut ab. Und tschüss. Haha.
Eine starke Doppelwatsche, so. Alter! Haha, nice! So, Alter! Und tschüss! Der wirkliche Adoptivvater sein, der in das Monster verwandelt wurde. Naja. Vielleicht wird da etwas mehr geklärt. Man wird schon sehen. Okay. Master Raven gegen Dragon Off. Damit geht's dann weiter im nächsten Part. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, Daumen nach oben. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Fortfic 89 bis zum Part von Let's Play Tekken 7. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder? Now you know.